Fangen wir mal erstmal damit an, was die Kohlenhydrate für mich sind. Das ist vielleicht jetzt mindblowing für viele, aber für mich sind die Kohlenhydrate kein Essen. Für mich ist es ein Supplement. Proteine und Fette sind Essen. Kohlenhydrate sind ein Supplement. Ein nützliches Supplement. Aber immer noch ein Supplement. Einige Zuschauer werden jetzt sagen, du spinnst, was für Supplement, was laberst du dann für einen Scheiß? Und das möchte ich erklären. Und um zu erklären, muss man erstmal die Aufgaben von diesen drei Makros verstehen. Und dann versteht man auch, warum ich in Kohlenhydraten lediglich ein Supplement sehe. Fangen wir mal mit Proteinen an. Und zwar seht ihr hier die Sachen, die aus Proteinen gebaut werden. Gewebe wird aus Proteinen zum Beispiel aufgebaut. Jeder weiß, dass die Muskeln aus Proteinen bestehen. Aber nicht nur Haare und auch Nägel bestehen aus Proteinen. Enzyme, mit denen wir Essen spalten, bestehen ebenfalls aus Proteinen. Antikörper, die die Viren bekämpfen, bestehen aus Proteinen. Hormone werden ebenfalls aus Eiweiß gebaut. Nicht alle, aber solche Peptidhormone wie zum Beispiel HGH werden aus Eiweiß gebaut. Und Transporterproteine, ganz wichtig. Also jeder hat mal schon von LDL gehört, was als das böse Cholesterin gilt. Es ist in Wirklichkeit gar kein Cholesterin. Das ist ein Transporterprotein, welches Cholesterin zu Gewebe transportiert. Und das ist ebenfalls ein Protein. By the way, ich spreche hier über tierische Eiweiße, die das vollständige Aminosäureprofil haben und nicht über das Fake-Eiweiß aus den Pflanzen, was total minderwertig ist. Fette. Viele kennen Fette als Energiespender oder Energiespeicher. Wir speichern darin Energie und lagern das an unseren Körper ab in Form von Speckrollen, die die meisten weghaben wollen. Allerdings haben Fette noch mehr Funktionen, wie zum Beispiel Körperzellen bauen. Die äußere Schicht von der Zelle besteht aus Fetten. Und zwar die Membran. Zellmembran besteht aus den Fetten. Und wenn jetzt jemand denkt, dass er nur Proteine braucht, um Zellen aufzubauen oder damit die Zellen wachsen, der irrt sich, weil wir hierfür genauso Fette brauchen. Wir bauen aus Fetten, spezifisch aus Cholesterin, die Hormone. Ich kann euch hier ein paar Hormone zeigen, die wir aus Cholesterin bauen. Wir bauen alle sexuellen Hormone aus Cholesterin. Testosteron, Progesteron. Östrogene bauen wir aus Cholesterin. Wir bauen aus Cholesterin Vitamin D3. Cortisol wird aus Cholesterin gemacht. Hier ist ein Hormon nicht gelistet. Das ist Aldosteron, was für die Regulierung des Wassers im Körper zuständig ist. Also jede Menge von Hormonen bauen wir aus den Fetten, wie ihr sehen könnt. Alle fettlösliche Vitamine werden mit Hilfe von Fetten transportiert. Zudem haben noch tierische Fette eine tolle Eigenschaft als Geruchs- und Geschmacksträger. Vergleicht einfach mal einen saftigen, fettigen Steak und Hähnchenbrustfilet. Für Hähnchenbrustfilet, damit es überhaupt schmeckt, braucht ihr Gewürze oder irgendwelche Soßen. Für Steak braucht ihr nur etwas Salz, mehr nicht. Das Geschmack machen die Fette. Und wenn keine Fette da sind, dann schmeckt es einfach, naja, beschissen. Ich drücke das so aus. Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, was machen Kohlenhydrate? Und die Kohlenhydrate machen nicht viel. Kohlenhydrate sind ebenfalls Energiespender wie die Fette und befüllen unsere Energiespeicher. Aus Kohlenhydraten können wir Fett machen und unseren Langzeitspeicher befüllen. Wir können aber ebenfalls unser Kurzzeitspeicher befüllen, wenn wir aus Kohlenhydraten Glykogen machen. Das Ganze in Muskelzellen und in der Leber einlagern. Das können zum Beispiel Fette und Proteine nicht so gut, nicht so effizient. Und wenn man täglich starke Belastung hat, so wie Sport, so wie Stress und zudem noch einen flotten Stoffwechsel hat, dann sind diese Glykogenspeicher immer geplättet und man performt halt nicht mehr so gut. Und hierfür sind die Kohlenhydrate ideal. Man braucht die Kohlenhydrate nicht zum Überleben, aber die sind äußerst hilfreich, um diese Glykogenspeicher zu befüllen. Und somit kann man besser performen. Essen ist für mich alles das, woraus wir Gewebe aufbauen und was essentiell ist. Aus den Fetten bauen wir Gewebe auf, aus Proteinen bauen wir Gewebe auf,
aus Kohlenhydraten bauen wir nichts auf. Kohlenhydrate ist so eine Art extra Energieschuss. Ist hilfreich, aber nicht essentiell. Das kann man zum Beispiel mit Kreatin vergleichen. Wir können ja exogen zu uns Kreatin zuführen. Ist auch hilfreich für Fitness, für Performance. Allerdings brauchen wir Kreatin nicht zum Überleben, weil unser Körper selbst Kreatin machen kann. Genauso kann unser Körper Kohlenhydrate selbst machen. Allerdings mit diesen Extraschuss Kohlenhydraten performen wir besser. Und deswegen sage ich, für mich sind die Kohlenhydrate lediglich ein Supplement. Eine Sache, die ihr behalten müsst, bevor es weitergeht. Aus all den Kohlenhydraten.